Marcel, am Ende glaube ich, Ergebnis eher zweitrangig. Ich glaube, wichtiger sind in so einem Trainingslager in der Regel auch die Inhalte. Nimm uns mal mit, du hast selber die ersten 45 Minuten mitgewirkt gegen den BVB. Was war es für ein Spiel? Was war dein Eindruck von den Jungs? Ja, ich glaube, am Anfang haben wir es eigentlich ganz gut gemacht, dass wir die zwischendurch einmal vorne unter Druck gesetzt haben. Aber klar, unser Ziel war erstmal, oder wir haben es unter der Woche trainiert, ein bisschen Dreierkette, dass wir hinten kompakt stehen. Ich glaube, dass wir es eigentlich ganz gut gemacht haben, bis auf ein, zwei Situationen. Und ja, am Ende ist vielleicht ein bisschen hoch das Endergebnis, aber dass Dortmund nicht unsere Kragenweite ist, das ist ja auch logisch. Du hast es aber schon angesprochen. Ich finde auch, besonders in der ersten Halbzeit war uns auch eine richtige Bissigkeit. Also für ein Freundschaftsspiel ging es gut her. Wir haben hochgepresst. War das auch was, das man sich vielleicht vorgenommen hat, trotz der Stärke des Gegners zu wissen, dass man hier auch Chancen kreieren kann und auch, sag ich mal, aggressiv dagegenhalten kann? Ja gut, ich glaube, dass wir eine Mannschaft sind, die sich nicht nur 45 oder 90 Minuten hinten reinstellt, ist ja auch ganz klar. Und ich glaube, dass wir schon auch in den Ligaspielen gezeigt haben, dass wir vorne attackieren wollen. Und das haben wir heute auch ein bisschen gemacht. Ich meine, klar, dass es nicht über 90 Minuten geht und dass es dann vielleicht nicht immer funktioniert und dass die sich dann auch mal rausspielen, ist ja auch ganz klar. Dafür haben sie halt eine Qualität. Aber ja, unterm Strich haben wir es, glaube ich, ordentlich gemacht. Am Ende, wie gesagt, ein bisschen zu einfach, die Gegentore. Aber ja, dafür war es ein Test. Das war jetzt der erste Test hier in diesem Trainingslager. Wie bewertest du das, rein spielerisch gesehen, und auch die ersten Trainingseinheiten hier, auch vielleicht mit Blick auf die kommenden Tage, die wir hier noch verbringen werden? Ja, es ist halt immer Vorbereitung. Also wir haben viel gemacht die letzten Tage auch. Ich glaube, das ist jetzt nicht, dass das Ergebnis heute im Vordergrund steht, sondern wie du schon auch gesagt hast, die Inhalte sind da wichtig, dass wir da uns im Hinblick auf Magdeburg, dass wir uns da gut vorbereiten, dass wir die Grundlagen für die ganze Saison legen. Und ja, wir haben jetzt noch 2, 3 intensive Tage dann eben im Trainingslager vor uns. Am Samstag haben wir den Abschlusstest und Trainingslager ist immer anstrengend. Coach, Testspiel gegen Borussia Dortmund, ich glaube, für viele wahrscheinlich auch ein kleiner Höhepunkt von diesem Trainingslager gewesen. Wie bewertest du die Partie inhaltlich, auch mit Blick jetzt auf die ersten Tage hier und generell für dich und das Team? Ja, ist natürlich schön, wenn man sich mit einer der besten Mannschaften in Deutschland messen darf. Und ja, inhaltlich, glaube ich, über weite Strecken der Partie bin ich auch mit einverstanden. Unser Ziel war es, einfach mal sehr, sehr tief zu verteidigen, Räume eng zu halten. Das ist uns, glaube ich, in der ersten Stunde sehr, sehr gut gelungen, gerade in der ersten Halbzeit. Wir wollten dann auch mal aus den Ballmomenten dann ein bisschen was kreieren. Ja, da waren dann ein, zwei Möglichkeiten da und am Ende, ja, ist es ein bisschen ärgerlich, dass das in der Form, dass natürlich auch im Ergebnis so hoch ausgefallen ist. Du hast die erste Halbzeit schon ein Stück weit angesprochen. Ich fand auch, von außen war es ein sehr intensives Spiel auch für ein Testspiel. Es wurde viele Zweikämpfe geführt. Wir haben viel angenommen, auch hoch die Dortmunder attackiert im eigenen Strafraum und im eigenen 16er. Wahrscheinlich was du dir dann noch vorgenommen hast, hier mit breiter Brust ruhig anzugehen, weil viel zu verlieren hat man in Testspielen ja eh nicht, außer gute Eindrücke zu liefern. Ja, schon ein Spiel zu verlieren. Also wir verlieren nicht so gerne und das war auch nicht das Ziel heute. Wir wollten halt wirklich dann auch Nadelstiche setzen und ich fand, ist uns gut gelungen in der ersten Halbzeit. War ein ausgeglichenes Spiel, auch wenn der Ballbesitzanteil deutlich höher auf Dortmunder Seite war, aber nicht in den gefährlichen Räumen. Ich glaube, da haben wir vieles blockiert bekommen. Ja, und dann waren natürlich sehr viele Wechsel dabei. Wir haben sehr viele junge Spieler hinten raus und dann sieht man natürlich auch, dass die Schere sehr weit auseinander geht. Aber nichtsdestotrotz, klar, wenn man sich mit den Besten messen möchte und ein paar Jungs haben vor ein paar Wochen ja noch bei der Weltmeisterschaft gespielt, dann ist das die richtige Plattform dafür. Also wir wollten sicherlich dann im Ergebnis besser aussehen, inhaltlich phasenweise ganz in Ordnung. Du hast es schon ganz kurz angesprochen, du hast viel rotiert dann auch in der zweiten Hälfte, positionstechnisch beide Halbzeiten, glaube ich, mit einer Dreierkette bestritten, wenn ich mich nicht recht irre. Hast du hier auch selbst in so einem Test gegen eine Mannschaft, wo man weiß, die spielen eine Klasse höher, da muss man anders rangehen, schon versucht, den Fokus zu legen, Spielformen, Ideen zu entwickeln, die dann auch für die eigene Saison wichtig sein können? Nee, wir haben es ja in der Liga auch phasenweise so, dass uns einige Mannschaften vielleicht auch dann mal dominieren über gewisse Zeiträume dann einfach auch. Und das war der Schwerpunkt einfach mal. Okay, wir wussten, wir spielen gegen Borussia Dortmund. Ballqualität beim Gegner ist vielleicht auch ein wenig höher. Das heißt, Ballbesitz, Zeit bei uns gering. Und dann geht es aber darum, dass wir auch wenig zulassen. Und das, wie gesagt, ist uns in den ersten 60 Minuten gelungen. Das war der Schwerpunkt dann einfach auch. Und dann muss man sehen, in der Liga wird man uns wahrscheinlich wieder deutlich aktiver sehen. Weil ich glaube, die Mannschaft braucht es auch, hoch zu verteidigen, hoch zu pressen, aggressiv zu sein. Weil ich glaube, so eine gewisse Passivität ist dann vielleicht immer gut, aber das darf dann immer nur situativ sein und das werden wir sicherlich über 90 Minuten nicht in der Liga bringen. Das war jetzt der erste Peak, nenne ich es mal, hier im Trainingslager, dieses Testspiel. Kurzes Fazit von dir, Zwischenfazit natürlich, bewerten die ersten Trainingstage und jetzt auch noch perspektivisch. Was gibt dir das für Aufschlüsse für den Rest der Zeit, die wir hier verbringen werden?
Ja, wir haben die ersten Tage auch sehr lange auf dem Platz schon gestanden, sehr intensiv trainiert. Wir müssen ja so ein bisschen konditionell noch ein bisschen was aufarbeiten. Letztendlich sind wir ja auch erst seit anderthalb Wochen dabei, das darf man nicht vergessen. Dortmunder jetzt schon eine Woche im Voraus, letztes Wochenende Meppen war für die das letzte Testspiel vor dem Wettkampf. Und wir haben jetzt einfach noch zwei Wochen Zeit oder zweieinhalb Wochen Zeit und dann müssen wir die Zeit hier nutzen. Qualität, Trainingslager, Plätze sind gut, wir schlafen gut, wir können Inhalte aufsetzen. Also wir sind rundum erstmal zufrieden und jetzt geht es darum, dass wir Spielzeit ein bisschen mehr erhöhen. Heute waren ja schon Jungs dabei, die 60 gespielt haben. Aber man sieht halt auch, nach 60 sind die Beine schwer, der Kopf ein bisschen schwer. Dann gilt es jetzt darum, ein bisschen ermüdet halt auch wieder Frische reinzubekommen in die Beine. Und dann müssen wir gegen Zürich vielleicht im Ergebnis es wieder besser aussehen lassen.